Hallo, ich bin Silvia Laubenbacher. Die aktuelle Funkanalyse Bayern 2015 ist da. Das ist die Hörerumfrage, die jedes Jahr die Einschaltquoten für alle Radiosender ermittelt. Wir sehen hier die Tagesreichweite der erfolgreichsten Radiosender in Augsburg, Stadt und Land. Es handelt sich dabei um Hitradio RT1, Bayern 1, Antenne Bayern, Radio Fantasy und Bayern 3. Die Tagesreichweite gibt an, wie viele Hörer einen Radiosender täglich einschalten und ist damit einer der wichtigsten Werte, wenn es darum geht, den Erfolg eines Radioprogramms zu messen. Die Nummer 1 ist Hitradio RT1 mit 31,8%. Das bedeutet, dass fast ein Drittel aller Radiohörer in der Region Augsburg täglich Hitradio RT1 einschalten. Es folgen Bayern 1 mit 26,5%, Antenne Bayern mit 23,3%, Radio Fantasy mit 19,7% und Bayern 3 mit 14,1%. Damit liegt Hitradio RT1 nicht nur vor allen anderen Radiosendern in Augsburg Stadt und Land, sondern ist auch zum 6. Mal in Folge der meistgehörte Lokalradiosender in Bayern. Möchte man nun wissen, wie viele Menschen im Durchschnitt einen Werbespot hören, kann man das aus der sogenannten Stunden-Netto-Reichweite erkennen. Es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert aller Radiostunden von Montag bis Freitag in der Sendezeit von 6 bis 18 Uhr. Hitradio RT1 erreicht hier einen Rekordwert von 62.000 Personen, die das Programm im Schnitt stündlich hören. Das ist das beste Ergebnis, das jemals von einem Augsburger Lokalsender erzielt wurde. Hitradio RT1 erreicht damit über doppelt so viele Hörer wie Radio Fantasy mit 30.000 Hörern. In der meistgehörten Sendestunde von 7 bis 8 Uhr erreicht Hitradio RT1 mit 81.000 Hörern einen sensationellen Wert. Radio Fantasy kommt auf 39.000 Hörer. Hitradio RT1 ist 2015 der täglich meistgehörte Radiosender in Augsburg, Stadt und Land, auch vor den Programmen des Bayerischen Rundfunks und vor Antenne Bayern. Außerdem ist Hitradio RT1 auch bayernweit wieder einmal das Lokalradio mit der höchsten Tagesreichweite. Damit toppt Hitradio RT1 sogar seinen eigenen Hörerrekord aus dem Vorjahr mit der höchsten Tages- und Stunden-Netto-Reichweite, die je für ein Lokalradio in Augsburg, Stadt und Land gemessen wurden. Die Zahlen, die ich Ihnen hier präsentieren durfte, kommen aus der Funkanalyse Bayern und wurden im Rahmen der Lokalrundfunktage der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien in Nürnberg bekannt gegeben. Die Funkanalyse Bayern wird seit 1989 jährlich im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und der privaten Rundfunkanbieter in Bayern durchgeführt. Sie ist die genaueste Hörerumfrage des Jahres und ist eine verlässliche Grundlage für Ihre Werbeplanung. Glückwunsch an die alte und neue Nummer 1 im Augsburger Radiomarkt. Das Team von Hitradio RT1 bedankt sich bei Ihnen und allen Hörern und freut sich sehr über den großen Erfolg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.